Lorenz Büffel, Sänger von Johnny Depp trifft Johnny Depp. Diesen Sommer grölen die Urlauber am Ballermann vor allem einen Song, den Party-Hit Johnny Depp von 39. Der Ohrwurm kommt aber nicht nur auf Mallorca gut an, sondern wird auch fleißig gekauft. Fast 300.000 Mal ging die Platte über die Ladentheke. Das bedeutet, goldene Schallplatte für den gebürtigen Kölner. Die Freude über die Auszeichnung dürfte allerdings von einem Ereignis noch überboten werden. Lorenz Büffel traf den Namensgeber seines Erfolgssongs, Johnny Depp, 55, höchstpersönlich. Der Schauspieler ist momentan mit seiner Band auf Tour. Mit seinen Bandkollegen, 70, und 67, machte der 55-Jährige auch Halt in Mönchengladbach und traf dort den Ballermann-Sänger, der aus seinem Namen einen Hit fabriziert hat. Wie Lorenz Management mitteilte, schwärmte der deutsche Musiker am Rande des Treffens: "Ich kann es immer noch nicht fassen. Erst bekomme ich Gold für Depp und dann treffe ich den echten, mein großes Idol. Und so ein cooler Typ. Ein Traum wird wahr." Nahm sich sogar die Zeit, mit dem Sänger und dessen Ballermann-Kumpel, 42, für die Kameras zu posieren und etwas zu plaudern. "Ich weiß, Depp bedeutet auf Deutsch Idiot", bewies seine Deutschkenntnisse. Daraufhin kam es zu einem lustigen Wortwechsel. Lorenz behauptete, dass er selbst jedoch der Odeb sei, woraufhin der Fluch der Karibik-Star antwortete: "Ich bin ein totaler Idiot."